doch noch mal ein bisschen Anlauf nehmen. Nee? Er will nicht. Gut, dann machen wir das anders. Dann wechseln wir doch mal zu ihm da vorne. Fahrzeug wechseln. So. Ja, ich will aber auch nicht die Werkstatt besuchen. Ich will zu... Dankeschön. So. Starten. So, jetzt muss ich mich hier irgendwie versuchen rauszuziehen, ohne dass meinem LKW was passiert. Das wäre ein bisschen blöd. So. Okay, so müsste es gehen. Winde? Steht der Let's Player zu weit hinten. So muss das. So, jetzt müsste es aber... Ja, jetzt funktioniert das. So. Schauen wir mal, dass wir ihn da irgendwie rausbekommen. Ich glaube... dass das schon genügt. So. Dann fahren wir mal mit ihm aus dem Weg. Irgendwo ins Dickicht, ist jetzt egal. Stört nicht weiter. So, dann wechsle ich wieder zu meinem LKW. Maus, wo bist du? Hilfe, ich finde meine Maus nicht. So. Und fahren das letzte Stückchen noch in die Werkstatt, um den Werkstattwagen freizuschalten. So. Sehr gut. So. Und damit hätten wir unsere Werkstatt freigeschaltet. Ja, ich würde sagen, dann drücke ich jetzt an der Stelle erstmal kurz Pause und schau mal auf meiner Festplatte nach. Und dann würden wir uns gleich wiedersehen, wenn es hier weitergeht, auf unserer Reise über die Map, Flussüberquerung und hinein ins Chaos des Holzablieferns. So, nach einem kleinen Drehpäuschen wären wir wieder hier auf der Karte Flussüberquerung. Und ich habe jetzt eben mal so ein bisschen meine Festplatte geleert mit der vorherigen Aufnahme, damit ich hier noch die Aufnahme fertig drehen kann auf dieser Map. Und ja, Map, da ist wieder der Omsi-Slang. Ich habe hier eine Map vor mir, eine Karte natürlich. Wir haben jetzt hier noch zwei, drei Aufgaben zu erfüllen, bevor wir uns wirklich der Holzlieferung widmen werden. Das ist zum einen hier den Verdeckungspunkt finden, dann die Werkstatt hier oben freischalten und die Werkstatt da unten freischalten. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal damit an, dass wir mit dem Werkstattanhänger tatsächlich hier rüber, ich mache das jetzt nur mal grob, zu dieser Werkstatt fahren, ja. Ja, toll, da hat sich's wieder abgeschaltet, ist sehr reizend. Also das mit dem Navi-System, das ist zwar gut und schön, aber es ist doch sehr ungenau an manchen Stellen. So, und dann schauen wir weiter, wenn wir dort sind, dass wir da wieder einen Werkstattanhänger aufladen und dementsprechend dann auch wieder dort, ja, weiter zur nächsten Werkstatt fahren. Und ihr habt vielleicht jetzt gerade gesehen oder auch nicht gesehen, ich habe Allrad wieder aktivieren müssen und auch die Differentialsperre. Das liegt einfach daran, weil ich das Spiel neu gestartet habe. Das passiert ja ganz gerne dann mal bei Spin Tires. Und ja, ich werde jetzt, glaube ich, auch mehr links fahren, weil sonst passiert wieder das, was vorhin gerade passiert ist, nämlich, dass ich hier stecken bleibe und nicht mehr wirklich vorwärts komme. Und da halte ich mich lieber so ein bisschen im Gebüsch, weil ich glaube, da komme ich einfach ein bisschen besser durch. Und ich achte jetzt auch nicht darauf, ob jetzt hier irgendwie großartig Schaden am LKW entsteht. Weil wir haben es ja im Prinzip nicht weit bis zur Werkstatt. Das ist ja in dem Sinne ein Katzensprung, ja. Also, da gibt es Schlimmeres. Ja, warum mache ich das Ganze überhaupt? Warum fahre ich jetzt noch die Werkstätten an und die Verdunklungspunkte, Verdeckungspunkte? Ich habe es immer mit meinen Verdunklungspunkten bei Spin Tires.
Hat natürlich nichts irgendwie mit FBI oder sonst was zu tun, sondern das ist bei mir einfach ein anderes Wort für den Verdeckungspunkt. Ja, warum mache ich das überhaupt mit dem ganzen Freigespiele hier und warum liefere ich nicht einfach mein Holz ab? Ganz einfach. Ich möchte ganz gerne die Achievements mitnehmen. Also es gibt ja für jede Aufgabe, die man hier erfüllt, vollständig erfüllt, Achievements. Das heißt, was weiß ich, fahre die Karte komplett ab oder schalte alle Werkstätten frei und sowas. Da bekommst du natürlich dann in-game Achievements und die möchte ich mir natürlich mitnehmen. Das ist der eine Grund und zum anderen will ich euch hier möglichst auch ein komplettes Let's Play zeigen, egal wie das denn aussieht bei mir und wie bescheuert das wird. Ich sag mir halt immer, wer es nicht sehen will, der kann ja jederzeit oben das X klicken, ganz oben rechts in der Ecke. Oder guckt sich das Ganze gar nicht erst an. Gut, es gibt dann natürlich auch die Abo-Hater, die geben einfach aus Grundprinzip einen Daumen runter. Wenn es einen Spaß macht, sollen sie es machen. Geht mir sonst worum. Und ja, natürlich ist das jetzt auch erstmal ziemlich trocken. Ich erledige hier nicht im Prinzip die Lieferung, sondern fahre halt hier wirklich ganz trocken nur die Karte ab. Den einen langweilt es, der andere sagt vielleicht, ach, ist ganz nützlich, das auch mal zu sehen. Ist ganz spannend, keine Ahnung. Ist vielleicht auch mal interessant, was der Typ da wieder für Müll labert. Kann ja alles sein. So, nichtsdestotrotz, ich mache das jetzt in alter Gewohnheit, wie ich schon bei der Karte Ebenen gemacht habe. Und ich werde das sicherlich dann auch auf den anderen Karten, die es hier noch so gibt, werde ich das sicherlich dann auch so beibehalten. Und wie ihr seht, während ich gelabert und gelabert und gelabert habe, sind wir an der Werkstatt. Das heißt, wir können jetzt direkt hier entladen und können direkt den nächsten Werkstattauflieger wieder anbauen. Ja, und da hänge ich direkt drin, deswegen sah das gerade so komisch aus. Also man kann hier direkt sogar einsteigen, ja, und hier hinten drin mitfahren, weil das Coole an diesen Aufliegern, die man hier hat, ist ja, die sind von innen transparent. Also da kann man hier, da siehst du noch nicht mal, dass du in einem Anhänger stehst, ja. Egal. Ja, schauen wir mal auf die Karte. Wo wir denn jetzt am dümmsten langfahren, dass wir hier nicht gleich blub, blub, blub unter Wasser machen und abgesoffen sind. Ich glaube, es wäre vielleicht sogar am intelligentesten, direkt hier hinten rumzufahren. Die Frage ist nur, wo? Also ich tendiere dazu zu sagen, okay, oder wartet mal, wie ist es denn da? Wir könnten theoretisch, wir fahren mal hier lang. So. Dann hier runter. Und da lang. Dann hier rüber. Wo geht's denn hier drüben rein? Oh Gott. Geht's hier drüben nirgends rein? Das ist aber irgendwie ein bisschen, das ist ein bisschen unlogisch, oder? Wo komme ich denn da durch? Da muss ich wohl hier irgendwo rüberfahren. Keine Ahnung. Naja, werden wir sehen. Wir fahren jetzt erstmal wieder zurück auf die Street. Ja. Mit die Asphalt drauf. So, und das wird schon wieder eine Aktion für sich, weil ich natürlich hier schlecht drehen kann. Das Gute ist ja hier, man hat hier keinen direkten Holzauflieger. Weil mit dem Holzauflieger könnte ich jetzt natürlich diese Aktion, die ich gerade hier mache, nicht machen, weil dann wäre das Holz schon lange auf dem Boden gelandet. Die Auflieger lassen sich zwar minimal kippen beim Wendemanöver, aber das sollte man mit Holz hinten drauf nicht tun. Weil dem ist dann so, dass das Holz ganz gerne runterfällt und man dürfte von vorne beginnen. Ja, ich weiß, wovon ich rede. Ich kenne das alles aus dem Multiplayer. Und da juckt es mich gerade irgendwie so ein bisschen am Bärtchen, falls es wer vernommen haben sollte. Ja, wir fahren noch Asphalt. Gleich wird es natürlich wieder ein bisschen knatschiger werden. Und es wird auch schon wieder dunkel. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich fahre in diesem Let's Play hier mehr im Dunkeln als im Hellen. Ich glaube, wir können schon wieder H wie Licht drücken. So. Ja, H, wie kommt man überhaupt bei Licht oder bei Beleuchtung von einem Fahrzeug auf H? Ja. Müsste das nicht eigentlich eher... Oh, bin ich noch richtig? Oh, hoppala. Können wir da noch ausweichsmäßig irgendwo... der Let's Player hat sich verfahren. So ein Mist. Müsste ich doch da drüben rüber, ne? Müssten wir unseren Plan etwas umändern. Ist aber auch wieder doof. Warte mal, kriege ich hier... Vielleicht kriege ich... Oh, voilà. Vielleicht kriege ich hier irgendwie den LKW gedreht. Ja. Rückwärts fahren ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt
Das ist wieder dieses Problem, wie rum muss ich lenken, damit der Auflieger richtig rumlenkt? Und vor allen Dingen, wie sollte ich fahren, damit der Auflieger nicht umkippt? Ich glaube nicht, dass das gerade sonderlich klug ist, was ich hier mache. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich riskiere es einfach mal. So, bin ich jetzt hier richtig? Ich probiere es mal hier lang. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja, H wie Licht. Wie kommt man bei einem Simulator für Beleuchtung auf die Taste H für Beleuchtung? Ja? Statt L auf H. So ganz diese Logik habe ich jetzt auch noch nicht kapiert. Die ist mir irgendwie ein bisschen unschlüssig. Ich glaube, hier komme ich nicht durch. Da müssen wir wohl doch nochmal ein bisschen mehr drehen, beziehungsweise kann ich auch da lang fahren? Wartet mal, vielleicht kann ich auch da lang. Ich weiß nicht so recht. Ich probier's mal. Ich fahre jetzt mal da lang. Es könnte auch funktionieren. Ja, man kennt das Problem von Simulatoren aber generell schon so ein bisschen. Dieses Problem haben ja viele Simulatoren. Da hat man manchmal Tasten belegt, wo man nicht wirklich durchblickt, warum die so belegt sind. Ich habe ja zu früheren Zeiten habe ich auch sehr gerne mal was mit dem MSTS gemacht. Ich weiß nicht, wer den noch kennt. Der Microsoft Train Simulator. Ja, gibt es mittlerweile Train Simulator 2012. Oder auch Train Simulator 2013. Oder auch Train Simulator 2014. Ja, und wer es nicht glauben wird, der kann auch mal auf Steam gucken. Da gibt es mittlerweile sogar den Train Simulator 2015. Und ich stehe vorm Wasser und weiß nicht, wo ich langfahren darf. Ist ja reizend. Wenn ich jetzt Pech habe, gehe ich unter, ja. Das könnte passieren. Ich weiß es nicht. Und ja, da hatte man auch so diverse Tasten. Das ist so ähnlich wie beim Train Simulator, den es mittlerweile gibt, die schon irgendwie ein bisschen seltsam waren. Und so, wo man erstmal drauf kommen muss, warum benutzt man die überhaupt? Die Logik verstehe ich heute so ein bisschen auch noch nicht ganz. Die Tasten waren halt einfach so belegt. War halt nichts zu machen dran. Musste man halt irgendwie sich mit abfinden, wie ich das jetzt gerade muss hier, was die, die Überquerung des Flusses angeht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt funktionieren wird. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Wenn es ganz dumm läuft, dann bleibe ich eh hängen. Ich weiß nur nicht, wie ich hier am dümmsten rüberkommen soll. Bewegt er sich noch oder ist er schon abgesoffen? Geht da noch was? Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, ich bin hängen geblieben. Na, Mist. Gut, dann machen wir das jetzt anders. Sei es drum, bevor ich mich jetzt hier abracke und versuche, da irgendwie rauszukommen, gehe ich jetzt mal hier oben in die Werkstatt. So, jawohl. Und fahre von hier aus, weil ich glaube, hier komme ich wirklich besser durch, als wenn ich da jetzt irgendwie versuche, mich mit dieser Kiste hier durch den Fluss zu bewegen, weil da hinten in der Ecke ist das einfach so ein bisschen blöd. Ja, da kommt man nicht wirklich gut durch. Und da macht das nicht wirklich viel Sinn, wenn ich da jetzt ständig versuche, irgendwie durchzukommen. So, wir fahren rechts rum. Wir müssen in die Richtung, es hilft alles nichts. Oh weh. Ja, da hat der Let's Player jetzt die Kurve etwas zu extrem genommen. Das ist natürlich jetzt wieder so ein kleiner Vorteil gewesen am Gelegenheitsspielermodus. Ich hätte jetzt natürlich niemals in die Werkstatt gehen können. Samt Auflieger hätte ich nicht den Gelegenheitsspieler drin statt dem Simulationsmodus. Weil beim Simulationsmodus geht das nicht so einfach. Soweit ich das weiß. Aber egal, kommen wir nochmal auf den Train Simulator zu sprechen. Beim MSTS war das halt schön. Es gab wirklich so viele Sachen zu entdecken. Es gab da diverse Strecken von Blue Sky Interactive, hießen sie damals. Ich glaube, heute heißen sie Wizard. Da habe ich hier hinten hinter mir wirklich das Regal. Ich weiß nicht, von Pro Train 1 über Pro Train 2 über Pro Train 3. Das geht, glaube ich, durch bis
keine Ahnung, ProTrain 38. Also diejenigen, die das jetzt hören, die denken, der Typ hat eine Meise. Aber mir hat das damals echt so viel Spaß gemacht. Ich habe irgendwann wirklich angefangen und habe diese ganzen einzelnen Teile, die es da gibt, gesammelt, ja. Nur um die einfach mal zu fahren. Für mich war das einfach interessant. Und die sind auch gerade, was jetzt zum Beispiel, es gibt auch einen ProTrain-Teil, der nicht in Berlin oder Hamburg oder Hannover spielt, sondern der wirklich hier bei mir in der Ecke in Fulda spielt. Und ich muss sagen, die haben das wirklich auch sehr schön umgesetzt. Es gibt zwar auch viele, die sagen, naja gut, das ist alles Massenware und keine Ahnung. Aber wenn man wirklich in der Ecke wohnt und sieht dann die Bahnhöfe teilweise, wie die in echt aussehen und wie sie da umgesetzt wurden, muss man wirklich sagen, also holla, da haben die Leute echt gute Arbeit geleistet. Das sieht für einen Simulator gar nicht mal so übel aus für die Umgebung. Und ja, ich frage mich gerade, ob ich hier Heckel überhaupt langfahren sollen. Also er hat schon gerade Schwierigkeiten, hier hochzukommen. Es könnte ein Problem werden, jetzt kurz vor knapp. Tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Tu mir das jetzt bitte nicht an. Ich brauche einen Baum. Ich brauche einen Baum, ja. Nicht zum Liebhaben, sondern zum Hochziehen. Wobei das jetzt ziemlich aufs Gleiche rauskommt.